So Leute, da sind wir wieder bei Ni No Kuni. Ich bin's wieder, euer Mad-Baron. Und ich habe gar nichts zu trinken. Wie kann das denn sein hier? Oh scheiße, jetzt muss ich in die gleiche... Oh, wo ich den Kaffee drin hatte, jetzt ein Mineralwasser einschenken. Das schmeckt... Boah, warte mal. Ich hätte mir mal ein neues Glas holen sollen. Geht. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben noch ein paar Aufträge. Yeah, ich liebe das. Komm. Obstbauer. Laguna. Frau. Katzbuckel, da ist wieder das Händler-Ehepaar. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Wir können ja jetzt hier an diese Kiste ran. Uhuhu. Hallo, verdiddelti-daddelter Mist. Geht da doch mal weg, Jungs. Ach, ihr seid ein Katzbuckel. Pass mal auf. Ich teleportiere mich da jetzt rüber. Und wenn ihr dann da aus seid, dann müsst ihr Zauberer sein. Der Zauberer. So. Rein hier. Mach schon. Lad das. So. Ich krieg zu viel, Mensch. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube nicht, dass wir beiden noch zusammenpassen. Aber Liebling, das kann ja nicht dein Ernst sein. Unser Traum ist fast wahr geworden. Warum willst du all das einfach wegwerfen? Ist etwas passiert? Oh, du bist es. Aus irgendeinem Grund will mein Mann mich plötzlich loswerden. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hasse dich nicht. Das ist es nicht. Es ist nur, wir können einfach nicht mehr zusammen sein. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Oh, diese alten Sprüche hier. Oh weh, aber sie passen doch so gut zusammen. Warum sollte er... Schau genau hin, Olli. Das ist doch ganz klar, oder nicht? Hm, natürlich. Er hat ein gebrochenes Herz, oder? Stimmt, genau. Jemand hat ihm seine Liebe geklaut. Ganz schön tragisch. Sollen wir helfen? Klar. Ich muss jetzt hier ein bisschen eher retten. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Frau liebt oder dieses komische Knubbi-Bubbi-Fubbi-Wubbi-Vieh aus Julheim. Nö, das ist egal. Solange er diese Frau jetzt Knuffi-Puffi-Wuffi-Bubbi nennt... Ja. Hä? Wo bin ich? Sind sie in Ordnung? Ha, oh, du bist. Ich stand wohl mal wieder etwas neben mir. Mir dreht sich der Kopf und meine Erinnerungen sind alle durcheinander geraten. Aber du willst deine Frau nicht mehr sitzen lassen, oder? Sie sitzen lassen? Du meinst, sie verlassen meine geliebte Frau niemals? Ich liebe sie mehr als alles auf der Welt. Ah, schon gut, Mann. Ist ja widerlich. Ich habe gerade erst gegessen. Aber das heißt wohl, dass es ihm wohl besser geht, oder? Danke, vielen herzlichen Dank. Hier, bitteschön. Eine Folie Geheimmittel. Ich will jetzt... Ich sag nicht, was ich da gerade gelesen habe. Geht. Damit das schön rutscht. So, weiter geht's. 5 Verdienststempel. Super. Ja, gut, das haben wir geregelt. Wir müssen jetzt nach Al-Kuwait. So, machen wir mal ganz fix. Da sind wir. Und rein in den Spaß hier. Es lädt. Und da sind wir. Ach, da ist der Bauer. Ja, du siehst auch aus wie ein Bauer. Alles fit bei dir? Ach, was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Vielleicht sind meine Tage als Bauer gezählt. Aber was ist nur aus dir geworden, mein Ehemann? Du hast deine Bahn doch so sehr geliebt. Entschuldigen Sie, dürfte ich fragen, wo das Problem liegt? Es ist mein Mann. Plötzlich faselt er davon, dass er lieber Bahnzug aufgeben und in Rente gehen will. Das tut er, aber warum? Vielleicht, weil er so an die 80 ist? Er sagt, dass die Frucht, die so lange sein Lebensinhalt war, ihn nicht mehr interessiert. Ich habe mein Leben der Barbane gewidmet. Aber damit ist jetzt Schluss. Diese vermaledeiten Früchte werden mir nicht mehr vorschreiben, wie ich meine Tage verbringe. Aber Barbarenzucht ist alles, was du gelernt hast, oder? Und was machen die Leute, wenn du sie nicht mehr mit tollem, leckerem, frischem Obst versorgst? Kein Problem. Ich werde meine Plantage einfach einem anderen überlassen. Jemand Jüngerem, der noch die Hingabe spürt, die ich verloren habe. Es ist doch irgendwie seltsam, dass er einfach aufhört, Barbaren zu lieben. Oder, Tröpfchen? Meinst du, er ist vielleicht... Ja, ihm fehlt ein wenig Liebe. Wir sollten ihm helfen, oder? Ja, ich habe aber leider keine Liebe mehr zuzugeben hier. Wo ist die Liebe? Das findest du besser schnell raus. Ja, das ist eine gute Frage, Tröpfchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Liebe finden kann. Hier ganz bestimmt nicht. Deswegen gehen wir nochmal ganz fix nach Schweinfurt. Die ganzen Piggies hier, die mögen ja irgendwas. Die werden auch schon ein bisschen Liebe haben. Jetzt schmeiße ich denen mal so ein paar Koteletts hier hin und dann geht's ihnen wieder gut.
Kotelett ist das von Schwein? Ach komm, geht auch. Na, 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 schön, Kannibalismus. Ja, lecker. So. Das schaut doch mal einer an. Grüne, blaue, blinkende Sachen, da fühle ich mich ja wie zu Hause. Ne, Chef? Was willst du von mir? Hier ist immer so eine imposante Musik. Da fühle ich mich gleich so minderwertig. Oh Mann. Oh Leute. Ihr könnt ja vieles machen, ne? Aber Mineralwasser auf Kaffee, ne? Ich werde auch älter. Ach, der Köter. Ja, der Köter will meine... Na, Köter, alles fit? Willst du auch viele Sachen fressen? Nichts passiert. Nichts passiert. Es reicht, Junge. Schluss mit diesem höllischen Lärm. Wieso tust du nicht, was man dir sagt? Alles in Ordnung? Ach du meine Güte, bitte entschuldige das Verhalten meines Hundes. Ich wollte dich nicht erschrecken. Verdammt, das ist vielleicht ein wilder Köter. Der beißt noch die Hand ab, wenn du nicht aufpasst. Wow, Platz, Junge. Was ist bloß mit ihm los? Er war immer so still und folgsam. Ah, diese Augen sehen seltsam aus. Was ist los, Tröpfchen? Wenn ich mich nicht völlig täusche, das tue ich nicht, ist dieser Hund mit einem gebrochenen Herzen gesegnet. Ich schätze, er hat die Liebe zu seinem Besitzer verloren. Mhm. Meine Mann, du meinst, Haustiere könnten auch ein gebrochenes Herz haben? Selbstverständlich. Wenn du ein Herz hast, kann es auch an... Wenn du ein Herz hast, kann es auch gebrochen werden. Oh, scheiße, schon wieder. Also gut, wir finden besser ein schönes, saftiges Stück Liebe für Bello hier, bevor er noch jemanden auffrisst. Nochmal Liebe, oh Gott. Hast du Liebe? Nee, ich hab einen Schnäuzer. Ja, ich will aber keinen Schnäuzer, ich will Liebe, Leute, Liebe. Ich liebe doch alles hier. Oh, mein Magen macht gerade echt Radau. Oh, scheiße. Oh, hi, was ist los? Ja, ich kann es kaum erwarten, dass mir die nächste königliche Prozession anzusehen mit meinem lieben Ehemann an meiner Seite. Irgendwie wird es nie langweilig. Sie sehen richtig aufgeregt aus. Sehen Sie und Ihr Ehemann sich alle Prozessionen zusammen an? Nee. Jede einzelne, ja. Da war schon immer etwas ganz Besonderes, was wir gemeinsam unternehmen. Okay. Meine Güte, das klingt wirklich romantisch. Ich wette, Sie sind ein tolles Paar. Oh nun, ich schätze schon. Vielen Dank, junger Mann. Mein armer Schatz arbeitet immer zu und bekommt nur ganz selten einen Tag frei, aber er findet stets einen Weg, sich die königlichen Prozessionen mit mir anzusehen. Du weißt ja nicht, wie glücklich ich bin, dass er sich... Wieso bewegt er eigentlich den Mund, wenn sie redet? Wenn er sich immer die Mühe macht, ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Mein Ehemann muss... Ihr Ehemann muss sie sehr gerne, meine? Nee. Oh, bestimmt. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Das nenne ich romantisch. Sie ist so voller Liebe, dass ihr die kleinen Herzen praktisch um den Kopf herumschwirren. Sieht ganz so aus. Entschuldigen Sie bitte, ich frage mich, ob Sie uns vielleicht helfen könnten. Dir helfen? Was brauchst du denn, du Blödsack? Es gibt Leute auf dieser Welt, die in ihren Herzen keine Liebe tragen. Und ich hatte gehofft, sie würden vielleicht ein bisschen von der Liebe in ihrem Herzen teilen. Es wäre mir eine Freude, aber glaubst du wirklich, dass ich helfen kann? Aber sicher doch, halten Sie jetzt bitte für eine Sekunde still. Danke. Er damit. Das, worum sich auf alles drehen und so. Liebe. So, die... Das machen wir jetzt einfach so eine schöne Infusion für den Köter Kötz Kaloffi da fertig. Und dann ist alles in Ordnung. Dann fehlt uns zwar noch einmal Liebe, aber die kriegen wir auch schon irgendwo her. Ich weiß jetzt noch nicht, wo genau, aber das finden wir schon raus. Na, was läuft? Hier. Yeah. Liebe. Liebe für den Hund. I love you, Doggy. Mega Hund der Jahreszeiten und so. Oh. Er hat endlich aufgehört, so laut zu bellen. Guter Junge, wer hätte das gedacht? Ich glaube, er ist ganz wieder ganz der Alte. Meine Güte, das ist wirklich eine Erleichterung. Sieh einer an. Du scheinst ja gut mit Tieren zu können. Vielen Dank. Ja, ne? Dafür nicht. Ich habe etwas für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. 5 Cheeseburger und 1500 Gulden.
Ja. So muss das. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Laguna. Hier war doch auch noch was los. Hier war was los, Freunde. Hier ist alles am Dämpfen. So, Laguna. Oh, ja. Wie schön. Ach ja, hier war ja, ne? Kleiderordnung. Aha! Ein grüner Punkt. Ach, du bist... Wer ist es jetzt? Du, ne? Oh, oh, du meine. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ah, seid ihr vielleicht hier, um meinen Sorgen zu lauschen? Ja, okay, ich höre gerne zu. Nun, ob ihr es glaubt oder nicht, der gebrochene Mann, der vor euch sitzt, wird bald heiraten. Meine Verlobte ist von unvorstellbarer Schönheit und Güte. Ihr Verstand ist überaus scharf. Ihre Kleider sind makellos. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, Mann. Was ist denn dein verflixtes Problem? Oh, bitte vergebt mir. Ich sollte nicht mit meiner zukünftigen Frau prahlen. Ich habe schließlich größere Sorgen. Wisst ihr, meine Angebetete behandelt mich in letzter Zeit etwas gleichgültig. Oh, diese Qualen. Es gibt nichts Schmerzhafteres. Meine Liebe für sie verzehrt mich. Der Gedanke, dass sie meine Liebe nicht erwidert. Ich brauche dir wohl kaum zu erzählen, dass der Junge ein bisschen zu viel Liebe mit sich rumschleppt, Olli. Ja, das stimmt wohl. Entschuldigen Sie bitte. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir uns ein bisschen von Ihrer Liebe ausleihen? Damit könnten wir Ihrer Verlobten vielleicht helfen, sich an ihre frühere Gefühle für sich zu erinnern. Für sie zu erinnern. Wirklich? Oh, das wäre ja... Hier, bitte, nimm. Okay, gerne. Wusch. Nochmal Liebe. Liebe rein, Liebe raus. Liebe rein, Liebe raus. Oh, welch wundersam warmes Gefühl. Heißt das, ist sie wieder so wie früher? Wird sie mich vielleicht wieder lieben? Nun, das wird sie, denke ich, aber... Oh, den Vorvätern sei Dank, ich muss sofort zu ihr. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist diese Person die andere, die wir hier bespaßen müssen in dieser Stadt. Dann wollen wir mal gucken. Hui, barfuß laufen macht so viel Spaß. Ich habe immer Angst, dass ich mit meinen Zehen so zwischen den Planken hängen bleibe. Ach herrje, oh, was soll ich nur tun? Was ist denn los? Sie sehen ziemlich besorgt aus. Oh ja, es ist mein Liebster. Ich empfinde nichts mehr für ihn. Ah, sag ich doch. Mann, oh Mann, das klingt ziemlich traurig. Hat er was falsch gemacht? Nein, er war ein perfekter Gentleman. Ich empfinde einfach nichts mehr für ihn. Tja, soll vorkommen. Er war wohl nicht der Richtige für dich, was? Dem würde ich gar nicht lange nachweinen. Gibt ja schließlich noch genug andere. Aber obwohl ich ihn nicht länger liebe, kann ich es trotzdem nicht ertragen, nicht mit ihm zusammen zu sein. Was soll ich nur tun? Das ist wirklich komisch. Weißt du, was es soll, Tröpfchen? Weißt du was, Olli? Ich glaube, sie hat ein gebrochenes Herz. Aber so richtig. Irgendwer hat ihre Liebe geklaut. Ja. Schick, lass uns loslegen. Sag ich doch. Zack. Jetzt habt ihr ein Herz. Ihr gehört einfach zusammen. Meine Güte, ich weiß nicht mehr warum, aber ich kann nicht erwarten, meinen Geliebten zu sehen. Ich muss Ihnen sagen, wie sehr ich ihn liebe. Oh, großartig. Dann haben Sie ihn wieder gern? Aber natürlich, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wie an dem Tag, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Dankeschön, junger Mann. Du hast mich gerettet. Ich hatte schon Angst, ich würde nie wahres Glück erleben. Bitte nimm das hier, auch wenn es nur einen winzigen Bruchteil meiner Dankbarkeit auszudrücken vermag. Pudding und Geld. Oh ja. Neue Karte. So. Hier sind wir dann auch fertig. Schön. Dann müssen wir jetzt nochmal zum Feenforst. Das Dorf, was Verrückte macht. Das bekloppte Dorf. Bescheuert ohne Ende sind sie hier. Alle gut, alle doof. Allein die Musik wieder. Grandios. War hier nicht was? Müssen wir nicht hin? Nee, ne? Ah! Hm. Nee, das bringt uns nicht weiter. Aber was wir machen können, wir können nochmal zu diesen Waldbewohnern gehen, wo ich ja den Speer irgendwann fertig gebaut habe. Dann kriegen wir auch wieder ein paar Stempel. Das ist doch schön, Freunde!
So, Tengri, lass knacken. So. Wir sind jetzt da. Das heißt, wir müssen schnurstracks in diese Richtung. Ist ja noch nicht mal weit. Wutscher, wutscher, wutscher. Ich weiß gar nicht, wo genau das jetzt war. Auf einem Plateau. Da oder so. Ist das ein Plateau hier? Hallo? Nee, aber hier gibt's Items. Ha! So. Nee, da muss ich nochmal nachgucken. Wo war denn der magische Begleiter? So, zack. Region der Welt. Da. Da müssen wir hin. Das heißt, einmal komplett über dieses... da hinten oder was? Nee, hier. Da drin. Genau. Ich stand doch schon direkt daneben. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Oh ja. Hi. Ah, königlicher Speer, hast auch geschafft. Toll, du toller Waffenmacher. Danke. Hier, bitte. Die Waldbewohner wollen, dass man Speer baut. Haben wir hingekriegt. Super. Tolle Waffe. Hier, bitte. Cool. Jetzt können wir neue Waffen machen. So, Leute. Ich glaube, mir ist gerade ein bisschen schwummerig. Also, mein Tipp an euch. Niemals Mineralwasser mit Kaffee mischen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ich lege mich jetzt eine Runde hin. Tschüss.